Ja, vielen Dank, Herr Dr. Lappenküper, für die Einladung hier nach Friedrichsruh. Vielen Dank auch für die sehr freundliche und ausführliche Einführung und Vorstellung. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt seit fast 20 Jahren in Japan an verschiedenen Universitäten und Forschungsinstitutionen und zurzeit aufgrund eines Sabbaticals hier in Deutschland. Also ich komme nicht direkt aus Japan, sondern heute nur aus dem Rhein-Main-Gebiet. Es freut mich, dass Sie hier heute so zahlreich erschienen sind. Das ist in der Tat meine erste Präsenzveranstaltung seit 2019. Auch in Japan wird derzeit alles online gemacht. An den Universitäten haben auch wir jetzt 3 Semester Online-Unterricht hinter uns. Von daher ist es schön, auch wieder Menschen zu sehen, wenn auch hinter einer Plastikplane. Das Thema des heutigen Vortrages, zu dem ich Herrn Dr. Lappenküber eingeladen hat, ist Japans Aufstieg zur Kolonialmacht. Und ganz allgemein zur Einordnung möchte ich zunächst erklären, dass Japans Aufstieg zur Kolonialmacht in die Zeit fällt, die Historiker allgemein als Ära des Hochimperialismus bezeichnen, also die letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts und die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts. Formal existierte das japanische Kolonialreich von 1895 bis 1945 und es war das einzige moderne Kolonialreich einer nicht-europäischen bzw. nicht-westlichen Macht. Ein weiteres Charakteristikum ist, und das sehen Sie hier an der Karte, dass Japans Kolonien in direkter Nachbarschaft Japans lagen, also vor allem in Korea und in Teilen Chinas, während der europäische Kolonialismus in der Regel als Überseekolonialismus definiert wird. Wie auch im Falle europäischer Kolonialreiche gehen allerdings auch Japans koloniale Bestrebungen weiter zurück in die Vergangenheit. Was in diesem Zusammenhang als kolonial bezeichnet werden kann oder darf, ist sicher eine Frage der Definition und hängt auch zusammen mit den Diskussionen, die Herr Dr. Lappenküper angesprochen hat, über die heutige Diskussion und Definition von Kolonialismus und Postkolonialismus und Imperialismus. Auffällig im Falle Japans ist allerdings, dass während der Zeit der japanischen Expansion aufs asiatische Festland im späten 19. Jahrhundert die japanischen Befürworter dieser Expansion die Legitimität derselben mit historischen Präzedenzfällen zu untermauern versuchten. Sie nutzten also die eigene historische Vergangenheit japanischer Expansion, ob Tatsache oder Fiktion, um die Expansion im 19. und 20. Jahrhundert zu legitimieren. So gehörten zum Beispiel zu den selbst deklarierten Ursprüngen des japanischen Expansionismus die angebliche Eroberung Koreas durch die Armeen der japanischen Kaiserin Jingu im 3. Jahrhundert nach Christus. Hier ein Holzdruck aus den 1870er Jahren. Diese Kaiserin Jingu ist eigentlich eine Figur aus der japanischen Mythologie, die wahrscheinlich ein gewisses Äquivalent mit einer real existierenden Kaiserin hat, über die aber praktisch nichts bekannt ist und von der man nicht ausgeht, dass sie wirklich Korea erobert hat. Der Hintergrund dieser Erzählungen ist wahrscheinlich ein damals definitiv stattfindender intensiver Austausch zwischen Japan und Korea. Koreanische Königreiche waren damals verbündet mit japanischen Königreichen gegen andere koreanische und wiederum japanische Königreiche. Beide geografische Regionen waren damals noch nicht vereint. Es gab weder ein vereintes Korea noch ein vereintes Japan. Aber, und das ist der Punkt, den ich hier zu machen versuche, diese Geschichten japanischer angenommener Expansion nach Korea wurden im 19. Jahrhundert herangezogen, um japanische Herrschaftsansprüche zu legitimieren. Diese Geschichte der Kaiserin Jingu war so wichtig, dass sie sogar im Jahr 1873 auf einem Geldschein landete. Dieser 10-Yen-Geldschein aus dem Jahr 1873 zeigt ganz in der Mitte Kaiserin Jingu
hoch zu Ross bei ihrer Eroberung Koreas. Wer jetzt denkt, dass das doch ein eher westliches Design ist und gar nicht an wirklich japanische Traditionen erinnert, der hat völlig recht. Denn dieser 10-Yen-Schein ist eine Kopie eines 500-Dollar-Scheins aus den 1860er Jahren, welcher die Entdeckung, in Anführungszeichen, die Entdeckung des Mississippi durch den spanischen Conquistador Hernando de Soto zeigt. Und Sie sehen hier eine ähnliche Szene, Hernando de Soto in die andere Richtung gewandt, aber hoch zu Ross am Mississippi ankommt. Dass die beiden Geldscheine sich sehr ähnlich sehen, ist natürlich kein Zufall. Es ist auch keine einfache japanische Abkupferei dieses amerikanischen Geldscheins. Es liegt vielmehr daran, dass damals eine amerikanische Firma von der japanischen Regierung beauftragt wurde, die neu erfundene Währung des Yen zu produzieren. Es ist also die gleiche Firma, die diese Scheine gedruckt hat, die auch die 10-Yen-Scheine aus dem Jahr 1873 gedruckt hat und deshalb auch praktisch das gleiche Design angewandt hat, nur Hernando de Soto durch eine japanische Kaiserin ersetzt hat. Eine weitere Traditionslinie, wiederum in Anführungszeichen, die im 19. Jahrhundert propagandistisch aufgebaut wurde, waren die Invasionen Koreas durch den japanischen Feudalfürsten Toyotomi im 16. Jahrhundert. Diese Invasionen sind bis heute tief im Geschichtsbewusstsein der Koreaner verankert und ihre Instrumentalisierung erklärt teilweise, warum Korea bis heute höchst kritische Ansichten bezüglich Japans Vergangenheitsbewältigung hat. Die Invasionen Toyotomis wurden ebenso wie die Invasion von Kaiserin Jingu im 19. Jahrhundert als Vorbild für japanische Festlandspolitik gefeiert und weithin propagiert. Für Toyotomi wurden zum Beispiel Schreine und Denkmäler, wie Sie hier auf dem Foto sehen, gebaut, durch die er als Pionier japanischer Expansionspolitik dargestellt und als Vorbild gegeben wurde. Japans Aufstieg zur Kolonialmacht lässt sich chronologisch in mehrere Stufen einteilen, die wiederum mit unterschiedlichen Zonen kolonialer Kontrolle korrespondieren. Man muss sich vergegenwärtigen, dass in Ostasien es natürlich wenige Bereiche gab, die nicht klar als staatliche, von staatlichen Gebilden wie China oder Korea kontrolliert wurden und nicht wie der europäische Kolonialismus man stellenweise dünn besiedelte oder nicht starken Staaten kontrollierte Territorien unter seine Kontrolle bringen konnte. Die erste Stufe nennt man den Inlandskolonialismus oder Domestic Colonialism. Das sind Grenzregionen, die fest in den japanischen Staatsverband integriert wurden, allerdings bis in die 1870er Jahre noch ein gewisses Eigenleben führten. Ich komme gleich zu den Details. Die zweite Stufe wird meist als das formale Kolonialreich definiert. Das sind vor allem Taiwan, der Süden der Insel Sachalin, Korea und einige Pazifikinseln. Das stellte das japanische formale Kolonialreich dar. Dann spricht man darüber hinaus von einem informellen oder informalen Kolonialreich, nämlich Gebieten, die zwar von Japan wirtschaftlich ausgebeutet und penetriert wurden, allerdings nie formal unter japanische Kontrolle kamen. Das sind vor allem Gebiete in Nordostchina, aber auch teilweise bzw. zeitweise Sibirien, die innere Mongolei und weitere Gebiete in Nordchina. Dann haben wir noch die Besatzungszonen im Zweiten Weltkrieg. Auch hier gab es verschiedene Versuche, zum Beispiel das heutige Singapur zu einer japanischen Kolonie zu machen. Aber im Zweiten Weltkrieg waren diese Schritte natürlich nur von sehr kurzer Dauer.
Ich möchte jetzt kurz die einzelnen Stufen und Zonen natürlich sehr begrenzt und sehr ausgewählt darstellen. Zunächst ganz kurz der Inlandskolonialismus, der ist relativ wichtig, weil dies auch mit aktuellen Grenzkonflikten zu tun hat. Viele von Ihnen wissen wahrscheinlich, dass Japan mit im Prinzip allen seinen Nachbarn bis heute territoriale Streitereien ausficht und die gehen teilweise auf die Festlegung der Grenzen in den 1870er Jahren zurück, als Japan im Prinzip als Nationalstaat erstmals gegründet wurde und als Japans Grenzen erstmals festgelegt wurden. Da ist zunächst mal im Süden, gibt es auch heute noch eine Inselgruppe, die damals ein unabhängiges Königreich war, zumindest teilweise unabhängig, das Königreich Ryukyu. Entschuldigung, da ist ein Tippfehler, da müsste noch ein Y nach dem ersten R sein, Ryukyu. Diese Inselgruppe wurde als Präfektur Okinawa in den japanischen Staatsverband eingegliedert und ist bis heute Teil Japans. Man spricht hier trotzdem von Inlandskolonialismus, weil bis 1879 diese Inseln eben ein Eigenleben führten und danach von Japan eben kolonialisiert und in den japanischen Staat eingegliedert worden. Im Norden unterzeichnete Japan mit Russland mehrere Abkommen zur Klärung der bis dahin nicht vertraglich festgelegten Nordgrenze Japans. Und wie bereits erwähnt, hängt mit diesen Abkommen der aktuelle Grenzstreit zwischen Russland und Japan zusammen. Das erste Abkommen war das Abkommen von Shimoda im Jahr 1855. Im Jahr 1855 wurde einerseits die Grenze Japans, die Nordgrenze, hier nördlich der Insel Etorofu festgelegt. Das heißt, zwei große Kurileninseln und ein paar kleine kamen zu Japan, während das Abkommen festlegte, dass die Insel Sachalin ein japanisch-russisches Dominium sein sollte. Also beide Länder konnten ihre Siedler nach Sachalin schicken und Sachalin war mehr oder weniger neutrales Territorium, das weder Japan noch Russland gehörte. Gerade auf Sachalin hat das dann aber nicht funktioniert, weshalb man im Jahr 1875 das Abkommen von St. Petersburg abschloss. Und dieses Abkommen wird auch das Sachalin-Kurilen-Tauschabkommen genannt, denn es legte fest, dass jetzt Sachalin komplett zu Russland kommt, dafür aber die Kurileninseln komplett zu Japan, und zwar hier bis zur Halbinsel Kamtschatka. Also die gesamte Kurileninseln-Kette war von 1875 bis 1945 Teil von Japan. Am Ende des Zweiten Weltkriegs hat dann Russland, ist kurz vor Kriegsende, auf amerikanischen Druck in den Krieg gegen Japan eingetreten, viel später als die Amerikaner das gerne gesehen hätten. Aber die Rote Armee hat dann den Süden Sachalins, der später wieder an Japan kam, besetzt, wie auch die gesamte Kurilenkette, und zwar bis hier. Hier steht 1945 Border, das ist eigentlich nicht korrekt, denn Japan erkennt eben genau diese heutige Grenze nicht an. Also heute gehören die gesamten Kurilen inklusive dieser Inseln zu Russland oder sind von Russland kontrolliert und verwaltet. Aber Japan pocht darauf, dass die Besetzung dieser Inseln, Etorofu, Kunashiri und der kleineren Inseln hier unrechtmäßig und dass Russland diese Inseln zurückgeben muss. Und Japan beruft sich da auf den Vertrag von 1855, also heute noch, sagt Japan, 1855 wurde diese Grenze festgelegt und später wurde sogar die festgelegt, aber hier gab es nie eine russisch-japanische Grenze und deshalb muss Russland diese Inseln zurückgeben. Ja, durch diese Abkommen wurde jedenfalls die Nordgrenze festgelegt und für Japan ergaben sich hier nun Möglichkeiten, sowohl die Kurilen wie auch die Nordinsel Hokkaido. Auch diese Insel war bis in die 1870er Jahre fast unbesiedelt. Die Bevölkerungszahl war nur fünfstellig.
Davon waren, da lebten nur 30.000 bis 40.000 Japaner, ansonsten noch Eingeborene, die Ainu. Und auch dieses Territorium wurde dann als Teil des japanischen Staatsverbandes nach 1875 kolonialisiert und erschlossen. Als nächstes möchte ich dann zum formalen japanischen Kolonialreich kommen, dessen Beginn meistens, wie gesagt, auf 1895 datiert wird. Und der Beginn des japanischen Kolonialreiches ist das Resultat des ersten modernen Krieges Japans, nämlich des ersten sino-japanischen Krieges. Hintergrund dieses Krieges war eine Rivalität über Korea. Korea war damals ein chinesischer Vasallenstaat, aber prinzipiell unabhängig. Japan pochte aber damals darauf, seit den 1870er Jahren schon, dass auch Japan in Korea einen gewissen Einfluss haben sollte. Und vor allem wollte Japan, dass Korea sich ebenso wie Japan zu einer Modernisierungspolitik entschließt. Japan wollte natürlich über diese Modernisierung dann selbst in Korea Einfluss nehmen und China als der Suzerän von Korea wollte das natürlich nicht. Deshalb haben beide Länder in den 1880er Jahren in Korea mehrfach eingegriffen und dann erneut wieder 1894, als es in Korea zu massiven Aufständen gegen die Königsdynastie kam. 1894 schicken daher Japan und China beide Truppen nach Korea, um diese Aufstände zu unterdrücken. Dabei kam es dann zu Komplikationen und im August 1894 erklärte Japan dann China den Krieg und vertrieb die chinesischen Truppen aus Korea. Und es kam dann sogar zur Invasion Chinas, also Nordostchinas, dem Gebiet der Mandschurei. Vor allem konzentrierten sich die Kämpfe auf diese Halbinsel hier im Süden der Mandschurei, die Liaotung-Halbinsel. Den Namen bitte merken, weil der in den nächsten Minuten oder in der nächsten Viertelstunde noch eine Rolle spielen wird. Japan war in diesem sino-japanischen Krieg siegreich, was definitiv keine Selbstverständlichkeit war. China war immerhin das Reich der Mitte. Auch China hatte zumindest militärisch eine gewisse Modernisierungspolitik verfolgt. Aber Japans Militär war deutlich effizienter und gewann diesen Krieg und Japan gewann dadurch auch weltweit Aufmerksamkeit. Denn in anderen Ländern hatte auch noch niemand so richtig Japan einen militärischen Sieg über eine große Macht wie China zugetraut und Japans Siege finden deshalb weltweit Beachtung. Dazu trug auch bei, dass Japan selbst sich medial entsprechend in Szene setzte. Visuelle Medien, wie zum Beispiel diese Holzdrucke, wurden auch mit englischen Untertiteln verkauft und in westlichen Medien reproduziert. Interessant ist auch, dass Japan sich in diesen Darstellungen nicht nur China gegenüber als überlegen darstellt, sondern auch, wobei etwas eingeschränkter, gegenüber dem Westen. Auf dieser berühmten Darstellung der Kapitulation chinesischer Militärs sehen wir, wie Japan sich in Siegerpose inszeniert, gleichzeitig aber auch als moderne Macht im Sinne westlicher Modernität. Auf der linken Seite sehen wir japanische Offiziere, gekleidet in westlicher Uniform, die Kapitulation der chinesischen Befehlshaber, der chinesischen Marine in diesem Fall, entgegennehmen und die Chinesen sind in traditioneller chinesischer Tracht dargestellt. Interessant ist allerdings auch, dass der japanische Künstler sein Land durch die Darstellung der japanischen Offiziere in westlicher Uniform eigentlich auf die Seite des Westens stellt. Gleichzeitig sehen wir aber auch, wie einer der beiden westlichen Berater der chinesischen Marine sich gegenüber den Japanern leicht verbeugt.
der linke Berater verbeugt sich leicht. Das kann natürlich jetzt ein Zeichen von Respekt sein. Es kann natürlich aber auch dem japanischen Betrachter dieses Holzdrucks vermitteln, dass Japan, die japanischen Offiziere stehen hier in sehr selbstbewusster Pose, dass nun hier sich eine gewisse japanische Überlegenheit gegenüber auch dem Westen herausbildet. Diskussionen über japanische Kriegsverantwortung und die Anerkennung oder Leugnung von Kriegsverbrechen in den letzten Jahren sind auch in Japan sehr intensiv. Herr Professor Lappenkuiper hat auch darauf angesprochen. Im Falle Japans beziehen sie sich meistens natürlich auf den Zweiten Weltkrieg. Allerdings kam es auch im Ersten Sino-Japanischen Krieg bereits zu Kriegsgräueln, die auch von Japan kaum verheimlicht wurden, sondern in Form dieser Holzdrucke ganz publik gemacht wurden, wie dieser Holzdruck zum Beispiel zeigt, der den Titel trägt Enthauptung chinesischer Soldaten. Und wie Sie sehen, wird die Enthauptung der chinesischen Soldaten hier sehr, sehr plastisch dargestellt. Der erste sino-japanische Krieg endete mit dem Friedensvertrag von Shimonoseki. Shimonoseki ist eine Stadt in Westjapan. Und durch diesen Vertrag wurde Japan dann zur Kolonialmacht. Das formale japanische Kolonialreich wird begründet durch die Abtretung Taiwans von China an Japan. Taiwan wird die erste formale Kolonie Japans 1895. Gleichzeitig begründet Japan aber auch, wenn auch nur vorübergehend, sein informelles Kolonialreich hier mit dem Frieden Shimonoseki, denn die Halbinsel Liaotung wird von China an Japan verpachtet. Liaotung wird also so eine Art japanisches Hongkong. Es wird Pachtgebiet in China, das Japan dann als Basis zur wirtschaftlichen Erschließung Chinas, Nordostchinas vor allem, dienen soll. Letztlich wird auch im Vertrag von Shimonoseki ganz klar festgelegt, dass Korea ab sofort formal unabhängig ist. Korea ist also seit 1895 und für genau 10 Jahre ein vollkommen unabhängiges Königreich und kein Vasallenstaat Chinas mehr. Die Inbesitznahme der Halbinsel Liaotung als Pachtgebiet fand allerdings nur wenig Beifall in den europäischen Hauptstädten, unter anderem auch in Berlin. Kurz nach der Bekanntgabe des Friedens von Shimonoseki kamen daher Russland, Frankreich und Deutschland zusammen und beschlossen, in Tokio gegen diesen Vertrag Protest einzulegen. Man nennt das die Intervention von Shimonoseki oder die Triple-Intervention. Die diplomatischen Vertreter dieser drei Länder, Russland, Frankreich und Deutschland, gaben eine identische Note, Protestnote, beim japanischen Außenministerium ab, in der sie Japan den freundschaftlichen Rat, Zitat, freundschaftlichen Rat gaben, Liaotung an China zurückzugeben, um, und wieder Zitat, Stabilität und Friede in der Region nicht zu gefährden. Japan war nicht nur über die zynische Art der Formulierung schockiert, sondern auch ganz besonders über die Teilnahme Deutschlands an diesem Protest, denn bis dahin waren Deutschland und Japan eigentlich durch sehr freundschaftliche Beziehungen miteinander verbunden. Noch mehr schockiert war Japan daher natürlich, als 1897 Deutschland selbst ein Pachtgebiet in Fernost, wie es damals noch genannt wurde, erwarb, nämlich Tsingtau, und ein Jahr später dann auch Russland selbst die besagte Liaotung-Halbinsel als Pachtgebiet in Besitz nahm. Also 3 Jahre, nachdem Russland gegen die japanische Inbesitznahme protestiert hatte. Das erklärt natürlich, dass in den Jahren nach 1895 vor allem die Rivalität zwischen Russland und Japan die internationalen Beziehungen in Ostasien bestimmte. Ganz allgemein war damals Russlands Politik charakterisiert durch den Versuch, einen eisfreien Hafen in Ostasien unter seine Kontrolle zu bekommen. Und Korea stand, abgesehen von der Südmandschurei, ganz oben auf der Wunschliste des Zaren. Und so erweiterte sich die Rivalität zwischen Japan und Russland nun auch auf Korea.
Japan stieß derweil in Korea mit seiner Einflussnahme an seine Grenzen. Damals dominierten anti-japanische Gruppen die koreanische Innenpolitik. Und im Jahr 1896 kam es daher zu der Ermordung der Anführerin dieser anti-japanischen Gruppe, nämlich der Königin Min, die 1896 von japanischen Terroristen und die offiziellen japanischen Stellen, die Gesandtschaft in Korea war daran nicht unbeteiligt, kam. Der König von Korea floh danach in die russische Legation, es gab damals noch keine Botschaft, in die russische Gesandtschaft, weil er natürlich offenbar auch um sein Leben fürchtete, und dadurch stieg zunächst einmal der russische Einfluss in Korea. Die russisch-japanischen Beziehungen verschlechterten sich dann noch weiter, als die Armeen des Zaren während des Boxeraufstandes oder des Boxerkrieges in China die gesamte Mandschurei besetzten, also den Nordosten Chinas. Nachdem der Boxeraufstand niedergeschlagen worden war, forderte Japan und auch andere Länder forderten, dass Russland sich nun zurückzieht aus der Mandschurei, abgesehen von seinem Pachtgebiet in Liaotung. Russland ignorierte das allerdings völlig, und so entschloss sich Japan letztlich zum Krieg gegen Russland. Was damals natürlich ein gewagtes Manöver war. Russland war damals eine der dominierenden Mächte in der Weltpolitik und galt zumindest, was die Landstreitkräfte angeht, auch militärisch noch als Großmacht ersten Ranges. Japan konnte also nicht unvorbereitet in den Krieg gegen Russland ziehen, und man näherte sich daher in den Jahren um die Jahrhundertwende sehr schnell an England an. England verfolgte damals eine Politik der Isolation. England selbst sprach selbstverherrlichend von der Splendid Isolation. England war der Meinung, es braucht keine Verbündeten. Aber angesichts des global werdenden, der global werdenden Rivalität zwischen Russland und England änderte England nun seine Meinung und schloss 1902 ein Bündnis, ein Verteidigungsbündnis mit Japan, das englisch-japanische Bündnis. Das ist ein sehr wichtiges Bündnis, nicht nur weil, wie gerade gesagt, es das Ende der Isolation England bedeutete. Es bedeutete auch den Beginn des Aufstiegs Japans zur dominierenden Macht in Ostasien. Und es deutete auch bereits an, dass Japan nun als gleichwertige Macht anerkannt wurde von den europäischen Mächten, allen voran England. Japan fühlte sich nun sicher genug und griff dann bald Russland an, nämlich mit einem Überraschungsangriff auf die russische Marinebasis Port Arthur, das heutige Lushun. Überraschungsangriffe ohne vorherige Kriegserklärung waren damals noch nicht illegal nach internationalem Recht. Das kam erst 1907 durch die Haager Landkriegsordnung. Aber es war auch nicht unbedingt vorteilhaft natürlich für das Ansehen eines Landes. Andererseits kann man von dieser amerikanischen Karikatur sehen, dass zwar hier Japan als Land dargestellt wird, dass Russland in den Rücken sticht, aber Sie sehen von den Größenverhältnissen, dass die Amerikaner auch ein gewisses Verständnis dem gegenüber hervorbrachten. In Amerika war allgemein die Stimmung im russisch-japanischen Krieg doch sehr pro-japanisch. Auch im russisch-japanischen Krieg blieb Japan wieder siegreich. Es gab mehrere entscheidende Schlachten. Einmal die Belagerung von Port Arthur, von dieser Marinebasis, die die japanische Armee 60.000 Gefallene kostete und fast ein Jahr dauerte. Dann die Landschlacht von Mukden, die bis dahin größte Landschlacht in der Militärgeschichte, und wahrscheinlich etwas berühmter, weil das über Amerika und England Weltruhm erlangte, die Seeschlacht von Tsushima, die mit der Versenkung der russischen Ostseeflotte endete, welche der Zar am Ende des Krieges noch nach Fernost entsandt hatte. Noch mehr als der Krieg gegen China 10 Jahre zuvor
gab es intensive globale Aufmerksamkeit für Japan während des russisch-japanischen Krieges. Die New York Times zum Beispiel berichtete zum ersten Mal auf Seite 1 mehrmals über Japan. Vor 1904 finden wir nie Japan auf Seite 1 der New York Times. Aber auch in anderen Ländern, hier ein deutscher Bilderbogen. Diese Bilderbögen, das sind Lithografien, erfreuten sich großer Beliebtheit als sozusagen Ersatz für Illustrierte in ganz Europa. Das Zentrum der Bilderbögenproduktion lag damals in Neuruppin, genau in Brandenburg, wo diese Bilderbögen in verschiedenen Sprachen auch produziert und wie gesagt in ganz Europa verkauft wurden. Aber selbst Kinder wurden überschwemmt mit visuellen Darstellungen des russisch-japanischen Krieges. Hier sehen Sie Sammelkarten, so wie, ich weiß gar nicht, ob Kinder heutzutage noch Sammelkarten sammeln, aber früher hat man diese Karten gesammelt, kamen im Duplo und im Kakao und 1904/5 kam mit Kakao, Schokolade und Tee kamen Bilder von russischen und japanischen Soldaten. Sammler von Postkarten, das war auch im 19. Jahrhundert ein sehr beliebtes Hobby, Sammler von Postkarten hatten auch viele Motive, die mit dem russisch-japanischen Krieg zu tun hatten. Das ist nur ein Beispiel, völlig willkürlich ausgewählt. Das ist die japanische militärische und politische Führung im Jahr 1904 in der Mitte der Kaiser von Japan. In Russland und in Frankreich, das damals mit Russland verbündet war, war die Berichterstattung natürlich nicht ganz so pro-japanisch oder japanfreundlich, sondern sehr stark anti-japanisch. Auf russischen Abbildungen werden die Japaner oft als unzivilisiert oder, wie hier in diesem Fall, beeinflusst vom weit verbreiteten Rassismus der damaligen Zeit als affenähnliche Untermenschen dargestellt. Und natürlich sehen wir auch die Idee der gelben Gefahr visuell repräsentiert in Karikaturen wie dieser, diese auch aus Frankreich und Russland. Die gelbe Gefahr war ein Schlagwort, zu dessen Popularisierung Kaiser Wilhelm II. Seit den 1890er Jahren einen bedeutenden Beitrag geleistet hatte, unter anderem mit dem berühmten oder berüchtigten Knackfuß-Gemälde, das der Kaiser auch höchstpersönlich an Otto von Bismarck schickte, der es ziemlich verwunderlich und irreführend fand. Also die Idee einer gelben Gefahr hier genau ausgedrückt. Sie sehen den japanischen Kaiser in Uniform auf dem Globus stehen. Der Globus versinkt im Chaos und im Feuer und in Flammen. Und der japanische Kaiser hat einen Dolch oder ein Schwert in der Hand, das von Blut tropft. Und da, wo seine Füße stehen, darunter steht asiatisches Imperium, also auf Französisch Empire d'Asie, asiatisches Imperium. Das ist die Gefahr, die man nun sah, wenn ein modernisiertes und militärisch gerüstetes Japan die Kontrolle über China erlangt. Das war die Idee der gelben Gefahr, die nun nach dem russisch-japanischen Krieg für viele japankritische Politiker und Kreise in Europa nun Realität zu werden drohte. Österreichische Karikaturisten versuchten sich auch des populären Themas russisch-japanischer Krieg anzunehmen, blieben dabei aber in höchst kreativer Weise neutral. So zeigt diese Postkarte zum Beispiel scheinbar einen siegreichen japanischen Soldaten, aber wie der Begleittext andeutet, jeder, der dem diese Realität nicht gefällt, kann sich seine alternative Realität, wie wir es heute nennen würden, schaffen, indem er die Postkarte um 90 Grad dreht und schon sieht man einen jubilierenden russischen Soldaten und der Japaner liegt besiegt am Boden. Und das ist nicht die einzige sehr amüsante Postkarte aus Österreich, die ich gesehen habe.
Natürlich war Japan auch selbst sehr aktiv, wieder im russisch-japanischen Krieg, was Propaganda und Informationspolitik und den Kampf um die Weltmeinung angeht. Hier haben wir zum Beispiel einen japanischen Holzdruck aus dem russisch-japanischen Krieg, in dem im unteren Bereich japanische Soldaten sich um verwundete russische Soldaten in einem Feldlazarett kümmern, während hier im oberen Bereich russische Soldaten, die hier im Beitext als Barbaren bezeichnet werden, Frauen und Kinder malträtieren. Auch in Japan waren Holzdrucke während des russisch-japanischen Krieges eher selten. Lithografie war der Standard im russisch-japanischen Krieg. Und Sie sehen hier, das sieht natürlich sehr ähnlich aus wie den Bilderbögen in Neuruppin. Dass das auch an die Weltöffentlichkeit gerichtet war, sieht man an den englischen Untertexten. Im russisch-japanischen Krieg haben fast alle diese japanischen Lithografien englische Untertitel und man findet dann auch diese wiederum reproduziert in europäischen Publikationen. Der russisch-japanische Krieg endete mit dem Friedensvertrag von Portsmouth, welcher in den USA, also das ist Portsmouth in den USA, unter Vermittlung des US-Präsidenten Teddy Roosevelt ausgehandelt wurde. Teddy Roosevelt bekam für diese Vermittlung auch einen der ersten Friedensnobelpreise. Der Friedensvertrag von Portsmouth enthielt folgende Bedingungen. Zunächst mal wurde nun endgültig die Halbinsel Liaotung als Pachtgebiet japanisches Pachtgebiet. Das Gebiet, das 1895 Japan zwar haben wollte, dann aber zurückgeben musste, 1898 von den Russen in Besitz genommen wurde, nun übertrug Russland seine Pacht an dieser Halbinsel an Japan. Dazu kam sogar noch bequemerweise eine Eisenbahn. Die Russen hatten in den 10 Jahren oder 8 Jahren, die sie dieses Gebiet kontrolliert hatten, eine Eisenbahn hier quer durch die Mandschurei gebaut, die Port Arthur mit der transsibirischen Eisenbahn verband. Die Eisenbahn wurde auch an Japan übergeben. Russland erkennt weiterhin den japanischen Einfluss in Korea an. Also im ersten sino-japanischen Krieg musste China sich aus Korea zurückziehen. Jetzt muss Russland sich aus Korea zurückziehen. Und außerdem tritt Russland noch die südliche Hälfte der Insel Sachalin an Japan ab. Japan wollte eigentlich die ganze Insel Sachalin haben, aber musste dann letztlich diesen Kompromiss schließen. Japan musste auch einen Kompromiss schließen bei der Frage von Reparationen. China hatte 1895 sehr große Reparationen für den Krieg an Japan zahlen müssen. Russland weigerte sich, weil es sagte, wir haben kein Geld, wir können keine Reparationen bezahlen. Und die japanische Delegation musste das letztlich so anerkennen, was in Japan zu sehr viel Kritik führte. Denn man hatte letztlich weder Geld bekommen, noch irgendwelches nennenswerte Territorium, eine halbe Insel. Und in Japan, in Tokio, aber später auch in ganz Japan, kam es deshalb 1905 zu massiven Demonstrationen im ganzen Land gegen den Frieden zu Portsmouth, weil dieser Frieden nicht wirklich einem Sieg angemessen sei, so die Demonstranten, sondern es macht eher den Eindruck, als hätte es hier ein Unentschieden gegeben, obwohl Japan natürlich auf allen Schlachtfeldern siegreich war. Langfristig wollte natürlich die Regierung, die sich entschloss, doch den Frieden zu unterzeichnen. So zunächst mal wusste die Regierung in Tokio, dass Japan am Ende seiner Kräfte war, finanziell wie auch wirtschaftlich. Weiterhin wollte die Regierung aber auch sicherstellen, mit Russland einen dauerhaften Frieden zu erreichen und russische Revanche-Gedanken nicht zu provozieren. Deshalb kann man sagen, langfristig gesehen aus japanischer Perspektive führte der moderate Frieden von Portsmouth in der Tat zu einer Phase der Stabilität in Ostasien und zu einer Konsolidierung von Japans dominanter Position in Nordostasien.
In Korea, Korea wird mit 1905 noch nicht direkt japanische Kolonie, aber als Folge des russisch-japanischen Krieges wird 1905 Korea japanisches Protektorat. Es bleibt also noch unabhängig, es hat auch noch einen König, aber es hat keine Rechte mehr in Sachen Militärpolitik und Außenpolitik. Also nach außen wird Korea durch Japan vertreten. Und die anderen Westmächte erkennen auch Japans Einfluss in Korea an, meistens durch gegenseitige Abkommen, in denen dann Japan wiederum die Kolonialherrschaft der europäischen Mächte in zum Beispiel Indien oder im Falle der USA in den Philippinen anerkennt. Man sieht also hier die gegenseitige Anerkennung der verschiedenen Imperialismen. Ganz besonders wichtig in psychologischer Hinsicht zumindest für Japan war allerdings, dass der russisch-japanische Krieg und der Frieden von Portsmouth dazu führte, dass Japan als Großmacht ersten Ranges nun anerkannt war. Was man daran feststellen konnte, dass nun erstmals die Großmächte Botschafter nach Japan schickten. Also heutzutage haben alle Länder in allen Ländern Botschaftern. Vor 1945 gab es nur wenige Länder, die Botschafter austauschten. Die meisten Länder wurden nur mit einem Gesandten beglückt oder sogar mit einem drittrangigen Diplomaten. Und es waren nur die 6, 7 Großmächte, die Botschafter austauschten. Und Japan wurde 1905 in die Gruppe dieser Großmächte aufgenommen. Gleichzeitig gewinnt Japan aber auch die Bewunderung anderer asiatischer Nationen, weil Japan hier zum ersten Mal in einem totalen Krieg gegen als nicht-europäische Nation gegen eine imperialistische Nation siegreich war. Es gab natürlich gewisse Niederlagen immer wieder europäischer Kolonialmächte, aber hier haben wir eine Niederlage Russlands, einer militärischen Großmacht, in einem totalen Krieg. Das weckte Hoffnungen, zum Beispiel in Südostasien, auf japanische Unterstützung im Kampf gegen westliche Kolonialherrschaft. Und daraus entwickelte sich einerseits eine gewisse Bewunderung für Japan, zumindest vorübergehend. Das bewirkte auch eine Stärkung panasiatischer Ideen und Bewegungen. Also wir sehen nationale Unabhängigkeitskämpfe aus ganz Asien nach Japan kommen und sich hier mit Gleichgesinnten treffen und über antikoloniale Pläne diskutieren. Aufgrund Zeitmangels möchte ich nur ganz kurz noch etwas auf Korea eingehen, weil Korea natürlich auch die wichtigste japanische Kolonie war. Es war die größte Kolonie, es war auch die Kolonie mit der größten Bevölkerung. Wie gesagt, Korea war 1905, wurde es zum Protektorat gemacht und 1910 wurde Korea annektiert. Die Annexion Koreas schloss damit auch den Erwerb formaler Kolonien und des Aufbaus des japanischen Kolonialreiches ab. Danach sollte Japan nur noch informelle Kontrolle über zum Beispiel den Marionettenstaat Manchukuo in der Mandschurei erlangen. Korea wurde durch diese Annexion im Jahr 1910 zwar ein Teil, ein integraler Teil des japanischen Kaiserreiches, wurde aber rechtlich als Kolonialgebiet behandelt, da es rechtlich den anderen Teilen des Mutterlandes, das in Präfekturen aufgegliedert war, nicht gleichgestellt wurde. Das bedeutete, dass in Korea zunächst einmal die japanische Verfassung aus dem Jahr 1889 keine Gültigkeit hatte. Es gab auch in Korea bis 1945 kein Wahlrecht. In Japan gab es seit 1890 Wahlen zum Parlament. Und es gab auch zunächst keine Wehrpflicht. Die gab es nur in den letzten Kriegsjahren, als 1943, 1944 dann die Lage mehr und mehr verzweifelt wurde. Was wir also in Korea haben, Korea wird verwaltet als Generalgouvernement und an der Spitze der Verwaltung Japans in Korea steht ein Generalgouverneur, der stets ein Offizier der Marine oder der Armee ist und der nur
dem Kaiser direkt verantwortlich ist. Er ist weder vom japanischen Parlament noch von der Regierung kontrolliert, wobei er meistens an Regierungssitzungen teilnimmt und dann sich überlegen kann, wenn es neue Gesetze gibt, die verabschiedet werden, ob er die in Korea umsetzt. Das ist aber die alleinige Entscheidung des Generalgouverneurs in Korea. Er hatte also im Prinzip eine sehr mächtige und fast königgleiche Macht hier. Ganz alleine konnte er Gesetze auch speziell für Korea erlassen und er konnte Gesetze, die das japanische Parlament erließ, nach Korea übernehmen. Er konnte aber auch sagen, nein, das führen wir so in Korea nicht ein. Die Kolonialisierung, also Korea war natürlich ein etabliertes, es gab dort ein etabliertes soziales System. Korea war natürlich vollkommen besiedelt. Trotzdem forciert Japan die Migration von Japanern nach Korea zur Forcierung der Kolonialisierung. Umgekehrt wird es aber auch ermöglicht, dass Koreaner nach Japan kommen, weil Korea in dieser Hinsicht Teil des japanischen Kaiserreiches ist. Man kann also von, sagen wir mal, Seoul nach Osaka einfach so umziehen. Dem steht nichts entgegen. Und wenn Koreaner dann in Osaka ansässig sind, dann haben sie sogar das Wahlrecht. Bis in die späten 1930er Jahre gab es diese Migration und die war auch freiwillig. Also es gab Koreaner, die einfach sagten, ja, auf den japanischen Inseln des japanischen Kaiserreiches ist die wirtschaftliche Situation besser als auf der koreanischen Halbinsel. Also ziehen wir dahin um und versuchen dort unser Glück. Bis heute ist diese Migration, gerade die von Korea nach Japan, in den japanisch-koreanischen Beziehungen ein sehr sensitives Thema, weil in den späten 30er Jahren dann Japan begann, Zwangsarbeiter zu rekrutieren in Korea und diese nach Japan zu bringen. Seit 1938 hieß es noch nicht Zwangsarbeit, aber seit 1943 war es dann offiziell Zwangsarbeit und 1 bis 2 Millionen Koreaner wurden wohl durch diese Zwangsrekrutierungen nach Japan gebracht, meistens um in Kohlebergwerken oder in der Landwirtschaft zu arbeiten. Ja, dies ist ein sehr schwieriges Thema bis heute. Auch schwierig ist hier der letzte Punkt, die kulturelle Assimilation, die Japan in Korea betrieb. Also in Korea gab es nicht, wie in vielen deutschen Kolonien ist ja oft das Problem von Massakern an der eingeborenen Bevölkerung. Organisierte Massaker gab es in Korea natürlich nicht, aber es gab eine sehr kohärente Politik der kulturellen Assimilation. Man ging in Japan davon aus, dass Japaner und Koreaner und deren Kultur sich sehr ähneln. Da kam Kaiserin Jingu wieder ins Spiel. Man konstruierte diese Kontinuitäten. Seit 2000 Jahren sind Korea-Japaner immer im Kontakt. Also werden wir die Koreaner jetzt wieder in ihr Japan integrieren, da wo sie sowieso hingehören. Das war so der Diskurs damals und das bezog sich auf Kultur, es bezog sich auch auf Sprache. Japanisch ersetzt nach und nach in den Schulen in Korea Koreanisch als Unterrichtssprache. Anfangs wird Japanisch nur zusätzlich unterrichtet, dann wird Japanisch Hauptsprache und in den 30er Jahren wird es verboten, an Schulen in Korea Koreanisch zu unterrichten. Japan fängt sogar an, seine eigene Religion nach Korea zu exportieren, die japanische Shinto-Religion. Seit Beginn der Kolonialherrschaft wurden in Korea Shinto-Schreine gebaut. Hier auf dem linken Foto sehen Sie einen Shinto-Schrein, der in der Mitte von, was heute Seoul ist, stand. Das war selbst in Japan ziemlich umstritten. Auf der rechten Seite sehen Sie eine japanische Satirezeitschrift, auch das gab es in den 20er und 30er Jahren. Und hier sehen Sie, wie der japanische Generalgouverneur von Korea die Tür öffnet für eine japanische Göttin, die nach Korea kommt
Und hier unten sehen wir koreanische Beamte, die nun zu der japanischen Göttin hier beten. Das ist das Titelbild einer satirischen Zeitschrift. Aber wie gesagt, es wird in dieser Zeitschrift sehr, sehr kritisch dargestellt. Ja, wie gesagt, diese kulturelle und auch religiöse Assimilationspolitik stieß auf breiten Widerstand in Korea. Und das resultierte im Jahr 1919 in einer Unabhängigkeitsbewegung und in einem sehr intensiven Aufstand gegen die japanische Kolonialherrschaft. Das hatte auch mit dem Hintergrund in den internationalen Beziehungen zu tun. Während des Ersten Weltkrieges kam die Idee des Selbstbestimmungsrechts der Völker auf. Vor allem der US-Präsident Wilson erklärte das zu einem neuen Prinzip der internationalen Beziehungen. Er dachte natürlich nicht an Ostasien, er dachte vor allem an Deutschland und die Habsburger Monarchie. Aber in Korea sagte man sich, ja, aber wenn es ein Prinzip ist, dann gilt es ja wahrscheinlich auch für uns. Und deshalb erklärte Korea am 1. März 1919 seine Unabhängigkeit. Diese Unabhängigkeitserklärung wurde allerdings von Japan natürlich ignoriert und die Unabhängigkeitsbewegung wurde brutal niedergeschlagen. In mehreren Monaten wurden mehrere 10.000 Koreaner verhaftet und in Gefängnisse gesteckt. Mehrere tausend, genaue Zahlen gibt es nicht, wurden auch standrechtlich hingerichtet. Und damit war zunächst einmal die koreanische Unabhängigkeitsbewegung in Korea vorbei. Unabhängigkeitskämpfer Koreas zogen sich dann zurück nach China, nach Nordostchina, in die Mandschurei. Einige Intellektuelle gingen auch in die USA. Und einige der politischen Führungsköpfe gingen nach Shanghai, wo dann 1920 die erste koreanische Exilregierung gebildet wurde. Das Thema des Vortrages, das Professor Lappenküper mir aufgetragen hat, war Japans Aufstieg zur Kolonialmacht. Zur Abrundung möchte ich noch kurz darstellen, wie das japanische Kolonialreich endete. Das Ende kam mit dem Zweiten Weltkrieg bzw. dem Asiatisch-Pazifischen Krieg, wie man in Japan diesen Teil des Zweiten Weltkrieges heute nennt. Während des Krieges intensivierte Japan noch einmal seine kolonialen Aktivitäten, zum Beispiel mit der bereits erwähnten Schaffung des Marionettenstaates Manchukuo. Aber letztlich führte die Eskalation des Krieges zum totalen Krieg mit China in 1937-38 und dann natürlich vor allem der Beginn des Krieges gegen die USA und Großbritannien im Jahr 1941 zur Kapitulation und zur Niederlage Japans. Eine der Bedingungen, die Japan 1945 dann akzeptieren musste, war die Aufgabe jeglicher Territorien außerhalb der vier japanischen Hauptinseln und direkt angrenzender oder vorgelagerter kleiner Inseln, aber mit der Kapitulation, dann mit der Unterzeichnung des Friedensvertrages von San Francisco 1951 war das japanische Kolonialreich endgültig Geschichte. Nach Japans Kapitulation kam es in Asien überall zu Prozessen der De- oder Entkolonisierung. Auch andere Kolonialreiche kollabierten. Indien wurde zum Beispiel 1947 unabhängig. Indonesien 1950, aber in Indonesien und auch in Malaysia und Vietnam versuchten natürlich bekanntermaßen die früheren Kolonialmächte, anders als Japan, sich noch lange gegen den Verlust ihrer Kolonien zu wehren und es kam zu blutigen Auseinandersetzungen zu Kriegen in dem Teil, was heute Malaysia ist und natürlich vor allem in Vietnam mit dem ersten Vietnamkrieg gegen Frankreich und dann dem Vietnamkrieg mit den USA. In Korea, über das ich jetzt relativ ausführlich gesprochen habe, führte der Kalte Krieg dazu, dass das Land in zwei Teile gespaltet wurde, zwischen den USA und der Sowjetunion in zwei Besatzungszonen. Und diese Spaltung, wie Sie alle wissen, dauert bis heute an.
Trotz dieser Entkolonialisierung existieren aber natürlich auch in Asien bis heute noch diverse Formen von Neokolonialismus, welche sich im Falle Japans vor allem in ungleichen wirtschaftlichen Beziehungen manifestieren, vor allem in den Beziehungen zu den südostasiatischen Staaten, die nur während des Zweiten Weltkrieges kurz unter direkter japanischer Kontrolle gestanden haben. Und auch hier muss man sagen, dass in den letzten Jahrzehnten sich hier die Balance etwas zugunsten der ehemaligen Kolonien oder der ehemals besetzten Gebiete in Südostasien verschoben hat. Ja, und damit bin ich am Ende. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und darf vielleicht noch auf einen Buchtitel hinweisen, den Sie kostenlos im Internet finden können, falls Sie sich für visuelle Darstellungen des Sino-Japanischen oder eben auch des Russisch-Japanischen Krieges interessieren. Dies ein Ausstellungskatalog, den ich im Jahr 2005 gemacht habe, anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Russisch-Japanischen Krieges. Auf der Webseite archive.org können Sie das kostenlos einsehen. Und da gibt es noch viel mehr von den Bildern, Bilderbögen, Lithografien und Holzdrucke, wie ich sie heute gezeigt habe. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen.